Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inside hier für die Nintendo Switch. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben und genau hier machen wir auch weiter. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir diesen Knopf drücken. Das machen wir jetzt. Bam! Okay, da ist unser U-Boot. Gucken wir das mal. Können wir hier durchschwimmen wieder? Nach oben? Oder was war das denn? Da habt ihr es gesehen? Da schwamm irgendwas Ekliges. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. So, wie wir darüber kommen, wissen wir auch schon. Erst runter. Dann mit Oh. Nein, bleib drinne. Mann. Oder? Jetzt. Wie? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte jetzt. Wo genau hin sollen, wissen wir nicht. Wir gehen erstmal runter. Vielleicht. Hier geht's nicht weiter. Oh, das sind die Steine, die wir ja zerstört haben. Ah, hier waren wir auch schon. Das ist da, wo die Fässer auf uns zugerollt sind. Aber, fällt mir gerade ein. Macht das Sinn? Wenn wir hier schon waren, dann müssen wir noch hier irgendwo durchkommen. Da. Okay. Bam! Öffnen wir uns mal eine kleine Tür. Okay. Geht auch auf. Ein Knopf oder eine Kamera? Weiß man nicht. Könnte ein Knopf sein, könnte auch eine Kamera. Obwohl, ist glaube ich ein Knopf. Aber den können wir noch nicht drücken, den Button. Okay, da kommen wir nicht durch. Rüber. Hier runter. Das sieht doch aus, als ob wir da durch müssen. Die Schleuse. Wollen wir so nicht durch? Mal zurück. Nochmal. Ob es einen anderen geheimen Weg gibt. Jetzt da runter. Okay, also der Knopf muss gedrückt werden. Frage, ob wir das im Tauchmodus machen. Eigentlich. Aus. Runter. Wieder hoch. Ich merke schon, dass da langsam die Luft weggeht. Aber das war's. Ich habe schon ein. Ich weiß ja nicht, wie weit das überhaupt runter geht und wie schnell man sein muss. Na, es geht noch. Okay, kommen wir da durch? Nee, können wir da rüber hüpfen? Oder müssen wir unter durch? Nee, wir müssen wahrscheinlich rüber hüpfen. Okay. Okay, waren wir schon doof? Mal. Da kommen wir niemals rüber den Weg. Kann man natürlich darüber schwimmen, denn man kann nochmal den Knopf drücken. Okay, also ich glaube, wir müssen es ein bisschen anders lösen. Und zwar. Kann ich aussteigen? Auf. Einmal rein. Rüberschwimmen, das U-Boot auf der anderen Seite lassen und dann den Knopf hier drücken, weil wir können ja da durchschwimmen. Das kriegen wir ja hin. Machen wir jetzt einfach mal. Gucken, ob das die Lösung ist. So, mal oben. Erstmal zurück. Kann ich mir gut vorstellen. Bin mir aber nicht so sicher. Na, was guffelt er da? Er hat sich mal einen Lebkuchen im Mund gestopft. So, runter geht's. Mhm. Nach oben. Man merkt immer, dass die Luft knapp wird, dann vibriert nämlich das Joypad. Aber ich denke, das müsste die Lösung sein, oder? Wir schwimmen da jetzt einfach durch. Wir schnappen uns das U-Boot. Und dann ist die Tür wahrscheinlich auch da auf. Hoffe ich zumindest, dass es so gedacht ist. Genau. Okay, man kann wahrscheinlich mit dem U-Boot gar nicht weiterkommen jetzt. Obwohl, können wir bestimmt mit reinhüpfen. Warte, mal. Sollen wir da reinhüpfen? Gucken wir mal. Ja, war wohl doch so gedacht. Da müssen wir so durch wieder. Boom. Da ist wieder das eklige Viech. Was ist das? Komische Frau.
Wollen die umbringen? Nein, was macht sie? Oh nein! Okay. Ich würde sagen, vor der müssen wir abhauen. Die mag uns anscheinend, hat uns zum Fressen gern. Was wollen wir da machen? Ein widerliches Biest. Komm. Ja, okay. Mhm. Okay, schwimmen wir mal hier vorbei. Hat sie gerade eben nichts getan, ne? Achso, sie mag kein Licht. Ah, okay. Verpiss dich! Haariges Biest. Okay, sie hasst Licht. Das ist schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich mag sie sich selber nicht anschauen. Kann ich gut verstehen. Eine Schönheit ist sie wahrscheinlich nicht. Oh nein! Ah, shit. Okay, jetzt muss ich anders gelöst werden. Okay, wir müssen sie loswerden, da reinfliegen, schwimmen. Und genau, was machen wir jetzt? Wir müssen sie auf jeden Fall im Schach halten, dass sie hinter uns bleibt. Damit wir gleich das Tor zumachen können und sie nicht mehr hinterherkommt. Weg! Keiner mag dich. Geh weg! Nein. So, wir sind losgeworden. Wir uns ganz in Ruhe hier umschauen. Irgendwie gerade eben nicht weiter ging. Doch, da geht es ein Loch da oben, da kann man doch durch. Sehe ich doch gerade, warte. Ha? Zwei Dinger brauchen wir, durchzukommen. Guck mal. Hoffen wir, dass sie nicht wieder auftaucht. Schaut nicht so aus. Man weiß auch nicht, was sie ist. Also sieht so ein auch von irgendeinem Experiment ist. Man weiß es nicht. Oh. Hier ranschwimmen können, ne? Na gut. Los geht's. Jetzt sind wir hier am Beach. In der Normandie. Nein. Na, richtig viel macht er jetzt gerade nicht. Ja. Da werden wir mal reinschauen und sehen, was es da so gibt. Achso, kann man aufdrücken. Oh. Ah. Aber jedenfalls bin ich tot. Was ist ein Typ? Hm. Hör nicht auf. Wenn wir irgendwelche Leute steuern. Vielleicht. Man weiß doch nicht, was das Ganze soll hier, ne? Okay. Kann ich nach unten, nach oben drücken? Okay. Behaupte mal, dass irgendwo Strom angemacht werden muss.
Will er irgendwas durchs Tor? Kann das sein? Wenn man hier rumbumst. Geht ja auch der Strom jetzt hier hinten bei dem Schalter. Guck mal. Also wir können auch oben nach unten. Ich glaube, wir gehen erstmal nach unten. Mal sehen. Okay. Links. Wir erkunden erstmal alles. Komm ich wahrscheinlich. Nee. Ach, da können wir bestimmt diesen kleinen Wagen ziehen. Das sollte kein Problem sein. Okay, können wir nicht ziehen. Da brauchen wir ein paar Leute für, glaube ich. Schaffen wir wohl nicht. Gehen wir in die andere Richtung. Okay. Entschuldigung. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir 2, 3, 4, 5 Leute brauchen, um das ja alles hier zu schaffen. Entschuldigung. Denn. Okay. Und da. Ich probiere einfach mal alles aus hier. Schon wieder ein paar Typen. Und da oben ist so ein. Okay, okay. Da müssen wir wahrscheinlich ran irgendwie. Um die ganzen Leute hier zu steuern. Frage, wie wir da hochkommen. Okay, das schaffen wir, glaube ich, nicht durchzutauchen, obwohl. Schon hoch. War echt geschafft, okay. Nochmal runter. Hoch. Na gut, ging wohl doch gar nicht so schön. Hochklettern hier? Ja. Okay. So, schwingen. Ein bisschen mehr schwingen. Nur richtig viel schwingen. So. Da ist das Ding. Also, jetzt wird's schwierig. Aha. Das Ding ist abgefahren. Ich kann mit denen rumlaufen. Das ist natürlich cool. Da kann ich mich raufwerfen. Habt ihr das gesehen? Das ist natürlich lässig. So, jetzt kommen wir da hoch. Hiermit kann ich sie jetzt hochholen, die Leute. Hauptsache, bleibt mal da stehen, Leute. Ich hole euch. Hoffe, ich mache hier jetzt nicht platt. Nö. Quetsch, alle tot. Kommt her. Bitte. Ey, das ist schon wieder echt witzig gemacht, muss ich sagen. Hör mal an, die ganzen Zombies, die mit mir laufen. Kommt. Kommt, meine kleinen Freunde, kommt. Okay, jetzt können wir aber ganz nach links gehen und diesen Wagen ranholen. Konnten wir gerade eben ja nicht, aber ich glaube, mit der ganzen Kraft sollte das möglich sein. Verrückt. Oh, easy peasy. Und überhaupt kein Problem mit, das Ding zu ziehen. So. Also warte mal. Vielleicht sollten wir den hier hinstellen oder das Loch. Irgendwas ist bestimmt gut. Mal los. Ihr schmeißt mich nochmal hier zum Seil hoch. Okay.
Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier machen soll. Aber natürlich sei es, dass ich hier runter muss. Huch. Ach, die haben das Ding ja weggeschoben, natürlich. Okay, weil dann müssen wir mal helfen, das ranzuschieben, Leute. Ding muss genau unterstehen, da muss ich ja drauf. Und dann müsst ihr mich wahrscheinlich gleich irgendwie weiterschieben oder so. Ich weiß es nicht. So, komm mal mit. Lass mich nochmal nach oben. Kann ich mir gut vorstellen, ich weiß es natürlich nicht. Mach ich jetzt hier weiter hier? Ach, hier runterfall. Schieben nehme ich natürlich. Wo sie mich hinschieben, weiß ich nicht. Hm. Auf die Ebene da. Okay. Aber weiter können die ja nicht mit mir kommen, ne? Naja, vielleicht behalte ich den Helm ja die ganze Zeit jetzt. Okay. Es geht zurück zum Wasser. Okay. Oh, was muss ich da machen? Ranspringen? Quatsch. Okay, da weiß ich nicht, was gemacht werden soll. Warum sind ja auch Menschen, die kann ich nicht steuern. Okay. Nicht ganz. Ranspringen kann ich auch nicht, das ist zu hoch. Naja, der Fahrstuhl ging ja noch eine Etage höher. Gucken wir nochmal, was der Fahrstuhl eine Etage höher macht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll, muss ich zugeben. Okay. So, auf den nehmen wir kurz nochmal mit, den Wagen. Dann gehen wir nochmal eine Fahrstuhletage höher. Könnte mir da helfen. Immer stehen. Komm mit. Mit kleinen Menschen. So, da waren wir jetzt ja schon. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal einen hochfahren. Ich weiß nicht, ob ich mit den Leuten auch hier was machen kann. Versuchen wir erstmal die Ebene, ob wir da irgendwas machen können. Kann ja auch gut sein. Genau. Das ist schon sehr hoch. Ja, in die Richtung. Kommt mal mit, alle. Hier sind auch ein paar Leute. Kann ich die? Die gehören jetzt mit zu mir. Ach, schau an. Wir brauchen so viele Menschen darauf, um diese Tür aufzumachen. Da müsst ihr nochmal alle mitkommen. Wir sind zu wenig. 18, 19, 20. Okay, wir müssen ein paar mehr sein. Wir gehen nochmal nach links und gucken mal, wie viele wir brauchen. Gut, gut. Ich sammle mir eine ganze Armee zusammen. Sansens Armee. SA. Gute SA. Das ist natürlich nicht so cool. Ich glaube, hier ging es nur zum. Kann man von da. Das brauchen wir nicht weitergehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch eine Etage nach oben gehen, um da ein paar Leute einzusammeln. Und dann den Rest unten einzusammeln. Glaube ich. Man weiß es nicht. Wir schauen erstmal. Gehen alle hier rauf und her. Gucken, was oben hochgeht. Und spannend. Das Ganze. Wir gehen erstmal rechts. Wollen wir ein paar Leute erwischen? Okay. Da müssen wir noch nicht längs, würde ich sagen.
sind welche im Gitter drin, die können wir auf jeden Fall befreien. Mal hoch machen. Ja, wir können sie nur so befreien. Ich hoffe, ihr stirbt jetzt nicht. Kommt. Wir hoffen mal, dass sie alle überlebt haben. Aber ich kann es gut vorstellen, die sind jetzt auch ein bisschen leblos, Leute. So, eine Etage nochmal runter. Aber wir waren ja 12, mit 12 Leute bräuchte ich noch mit mir, wenn ich überlege. Zusammen waren wir noch 8. No, nein, die sind alle tot. Nein, sie leben noch alle. Kommen nochmal 3 dazu. Wir rennen doch nochmal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. Wir schauen einfach mal. Ach, guck mal da. Oh, welche. Die können wir auf jeden Fall retten. Indem alle helfen, das Ding hochzuheben. Los. Einen da. Und haben wir noch einen dazu bekommen? Runter könnt ihr da nicht kommen, ne? Bisschen schade. Vielleicht können wir mich hochheben. Ah, okay. So geht's auch. Da kommen welche angerollt. Okay, wie macht man das denn? Achso, warte. Okay, muss ein bisschen schneller sein. Nein, warte, warte, noch zurück. So, muss ein bisschen schneller sein. Das ist so ein kleiner Hieb-Trick. Okay. Ah, okay. Müssen wir vielleicht direkt, wenn er die Lampe berührt, vielleicht. Ach man, dann. Oder wenn er die Lampe berührt, das müsste wahrscheinlich funktionieren. Gucken wir nochmal. So. Runter. Und. Jetzt. Ah. Nee, er muss noch. Oh nein, bleibt so. Muss noch viel früher gemacht werden. Schau mal einer an. So. Hoch. Und richtig viele. Und die Village People schon machen. So. Warte mal, ging es hinten eigentlich noch weiter? Nee, ne? Das waren noch die, oder? Wenn ich irgendwas verpasst habe, man noch weiterlaufen kann. Das gucken wir nochmal. Da oben stehen Leute. Nein, hier kommt nur eine Felswand. Okay. Gut. Ja, aber wie ihr seht, haben wir schon richtig viele Leute. Mal sehen, was wir schaffen, wenn wir weiterkommen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.